Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der berührungslosen Spannungsmessung mit dem Duspo Digital von Benning. Der entsprechende Detektor ist an der Seite des Duspos angebracht und an dem weißen Streifen erkennbar. Man kann mit dieser Funktion auch Kabelbrüche detektieren. Wie Sie sehen, habe ich eine dreiadrige Leitung an zwei Stellen aufgeschnitten, um leicht an die entsprechenden Leitungen zu kommen. Ich schalte den Duspol ein und werde ihn nun entlang der Leitung führen mit dem Detektor. Und Sie sehen, dass die gelbe LED blinken wird. Der Detektor muss sich allerdings recht nah an dem Außenleiter befinden, deshalb ist die ganze Messung sehr empfindlich. Sie funktioniert nur mehr oder weniger zuverlässig. Außerdem ist das Ganze recht unhandlich, da man nur mit der Seite an die Leitung gehen darf. Gehe ich an den Neutralleiter, so zeigt er nichts an. Unmittelbar am Außenleiter wird die Spannung angezeigt und so geht es jetzt weiter auf der gesamten Leitung. Sie sehen auch, dass die Leitung keinen Strom führt. Sie ist ja am Ende einfach abgeschnitten. Es ist also nicht nötig, dass für diese Messung ein Strom fließt. Aber sie ist recht empfindlich. Man muss sich tatsächlich unmittelbar an der spannungsführenden Leitung befinden. Ich unterbreche nun die Leitung. Natürlich ist sie dafür spannungsfrei geschaltet und werde sie anschließend natürlich für die weiteren Messungen isolieren, sodass keine Gefahr von der spannungsführenden Leitung ausgeht. Ich führe nun den Detektor wieder entlang der Leitung. Wir sehen, dass die LED dabei aufblinkt. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass die Messung für Laien absolut nicht geeignet ist. Wie wir gleich sehen werden, wird es nämlich zu einer Fehlmessung kommen. Der Außenleiter ist zwar unterbrochen, aber in diesem Fall steht der Neutralleiter unter Spannung, weil der Stecker entsprechend in die Steckdose eingebracht wird. Hier ist also nichts von dem Kabelbruch zu merken, der wird glatt übersehen. Auf der ganzen Leitung wird weiterhin die Spannung angezeigt, die hier auf dem Neutralleiter liegt und tatsächlich in diesem Fall sogar recht zuverlässig angezeigt wird. Im Folgenden stelle ich nun durch eine Messung sicher, dass der Außenleiter tatsächlich auf der braunen Leitung liegt, so wie man es auch erwartet. Sie sehen hier, die Phase liegt auf der braunen Leitung. Ich werde nun den Detektor entlang der gesamten Leitung führen und zwar einmal hin und zurück. Sie sehen, die ganze Sache ist wieder relativ empfindlich, mal zeigt er an, mal nicht. Ich komme jetzt zur Bruchstelle und ab der Bruchstelle sollte nun die LED gar nicht mehr blinken. An der Bruchstelle teste ich nun zunächst nochmal den Außenleiter. Wir sehen, dort wird zuverlässig die Spannung gegenüber Erde angezeigt. Nun führe ich den Detektor auf der Leitung weiter und Sie sehen, dass die LED gar nicht mehr blinkt. Jetzt wird der Detektor zurückgeführt, wieder über die heile Stelle, die keine Spannung mehr führt. Ich komme zurück zur Bruchstelle und von dieser Stelle aus wird die LED nun wieder gelegentlich blinken. Sie sehen, man kann auf diese Weise berührungslos eine Spannung messen und auch Kabelbrüche entdecken. Da das Ganze recht empfindlich ist, wie ich bereits gesagt habe, ist es allerdings nur eine Messung für Elektrofachkräfte. Sie ist für Laien nicht geeignet. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.